Was geht ab, Friends, und willkommen zu einem neuen Hiegel-Video. Schmutzige Witze in Kinderserien. Ja, heute mit dabei die Simpsons und mal wieder SpongeBob Schwammeköpfe. Ich habe sogar meine Schutzbrille dabei, falls es zu schmutzig wird. Genug geredet, fangen wir mit dem Video an. Für die Boys, let's go! Fangen wir an mit Serie Nummer 1, die Simpsons. Schon klar, viele werden jetzt sagen, die Simpsons ist keine Kinderserie. Das stimmt auch, aber es wird trotzdem von sehr, sehr vielen Kindern geschaut. Auf jeden Fall gibt es in dieser Folge hier eine perverse Anspielung, und zwar Bart und Miss Hoover. Und er sagt, er weiß, warum sie diesen Namen bekommen hat. Hoover. Okay, googeln wir mal Hoover. Staubsauger. Sie soll also gut blowen können. Gut blasen. Wow, Miss Hoover, keine saugt so wie sie. Ehrlich, ich glaube, so sauber war es hier noch nie. Solange ich meinem Mann damit gefalle. By the way, viele haben den Joke mit Don't Touch Willy nicht verstanden. Der Penis eines Mannes wird auch oft Willy genannt. Don't touch Willy, fasst Willy nicht an, also fasst euren Penis nicht an, you know? Auf jeden Fall, es geht halt ums Nicht-Masturbieren. Kommen wir zu unserer Lieblingsserie, die beinahe abgesetzt worden ist, SpongeBob Schwammkopf. In der Folge, wo Mr. Krabs sich uncool und alt fühlt, wisst ihr, welche Folge ich meine? I'm for the pill! Denn diese Folge ist auf so viele Art und Weisen falsch, aber trotzdem zählt sie zu den lustigsten Folgen von SpongeBob, meiner Meinung nach. Hey, Mister, could you throw the ball back over here? Okay. Nachdem Mr. Krabs Tag eher mäßig verläuft, naja, sogar eher schlecht, entscheidet er sich dazu, mit Patrick und SpongeBob den Abend zu verbringen, um Party zu machen. Hey there, Mr. Krabs! Are you ready to party? I'm ready to party! Diese Stelle ist doch echt legendär. Am Abend fragen dann SpongeBob und Patrick die ganze Zeit, Are you feeling it, Mr. Krabs? Are you feeling it now, Mr. Krabs? How about now? Can you feel it, Mr. Krabs? Can you feel it, Mr. Krabs? Kannst du es fühlen, Mr. Krabs? Was soll er denn eigentlich fühlen? Es könnte auch so aussehen. Oh, I know what you mean, Mr. Krabs. Are you feeling it now, Mr. Krabs? I'm feeling a warm spot. Sorry. Oh yeah. Oh yeah. Doch Mr. Krabs spürt die ganze Zeit nichts und rastet am Ende sogar richtig aus. Naja, okay, so krass rastet er jetzt nicht aus, aber er fängt an, SpongeBob und Patrick zu beschimpfen. You're lame! Lame babies! Not babies! Dann kommt das perverseste und schmutzigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe im Fernsehen. Patrick schlägt den Panty Raid vor. Panty Raid, was ist das eigentlich? Übersetzt bedeutet das Höschenjagd. Mr. Krabs scheint das zu gefallen und ja, die raiden jetzt einfach das Haus einer älteren Dame und finden dann tatsächlich auch noch Höschen. In einer Kinderserie. Wieso machen die das? Und jetzt hört euch mal diese Sounds an, Freunde. Hello, young lady. Und um das Ganze nochmal zu toppen, am Ende stellt sich raus, dass das Mr. Krabs eigene Mutter gewesen ist. Eugene? Mother? G fucking G. Diese Folge ist einfach nur so falsch, aber trotzdem witzig. Piu! Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Falls ihr einen der schmutzigen Witze nicht verstanden habt, dann fragt einfach in den Kommentaren. Aber eigentlich sollte man diesmal alles verstanden haben. Und ja, das war's eigentlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Peace!